okay, da war ich gerade kurz geblendet. Kennt ihr das, wenn ihr euch einfach so denkt, boah, das ist gerade einfach nur eine weirde Sidequest? Ja, und das ist tatsächlich das, was jetzt gerade passiert, wo ich mir gedacht habe, ey, da nehme ich die Kamera mal kurz raus, film diesen so weirde Sidequest einfach, weil ich mir gedacht habe, die ist so goofy, vielleicht kann man das ja mal mitnehmen. Und zwar geht dieser werte Herr gleich mit Benji, mein Kumpel, einkaufen. Und zwar, das klingt jetzt dumm und halb Beastings, aber tatsächlich möchte ich das gerne probieren. Die neue Gönnergy-Sorte von, ja, man kennt die Monte. Der hat da zwei neue Sorten rausgebracht. Die eine habe ich schon probiert, die war in meinem Laden erhältlich. Die andere jedoch war nicht mehr erhältlich, weil das Ding wirklich so leer war, dass die Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob ich das die Mitarbeiter gemacht habe oder jemand anderes, so aus, keine Ahnung, Scherz oder so, einfach ein Red Bull da reingelegt hat. Das Bild kann ich euch jetzt zeigen. Und ja, jetzt haben wir uns basically die Quest genommen, zu schauen, ob wir irgendwo was finden, wo wir den kriegen. Ich weiß nicht wo, wie, was, wie gut, aber wir werden jetzt einfach mal in der Gegend ein bisschen rumfahren und schauen, ob wir fucking Energy finden. Ja. So, Benji, habe ich gerade gesehen, war auch auf der Suche. Hat mir gerade ein Bild von der Tankstelle gesendet, wo nicht mal der andere, den ich probieren wollte, dieser Guave, da war. Ja, und der Kollege kommt jetzt gleich mit dem Auto angefahren. Ich habe kein Auto, deswegen ist es ein bisschen Besonderes nochmal, aber ja, der Wetter erholt mich jetzt. Ich will einfach. Das hatte ich nicht länger gehalten. Also ich bin nicht mal von der Bahnhaltestelle weg. Hallihallo. Kamera mit dabei. Ja, ich habe mir gedacht, das ist so eine Sidequest, die muss man irgendwie aufnehmen. Dokumentieren. Ja, natürlich, also halt. Ich will so eine fucking Energy-Dose. Ja. Ich weiß gar nicht, wo gibt's die überall oder wo gibt's die nicht? Ich glaube, die ist aktuell Rewe Kaufland. Okay. Ich muss auch den Post nochmal rausholen. Mhm. Weil ich weiß, dass die nicht am ersten Tag überall sind. Ich weiß auch nicht, wie lange die Kamera aushält, die blinkt schon. Gönnergy Winter Edition. Die werden jetzt schon auf eBay verkauft. Neu und streng limitiert. Ja, nur beim Rewe, okay. Nur Rewe. Boah, was ist denn den anderen nächsten Rewe? Erst ab 7. sind die beim Kaufland. Was ist der andere nächste Rewe? Maps. Schauen wir nochmal. Ja, war ich auch gerade überlegen. Ich war auch kein Mal schon. Rewe to go bei Areal. Aral. War ich auch schon. Okay. Rewe-Familie oder hier in Neckar-Elz. Ja, wo ist denn noch ein Rewe? Acht Minuten Fahrt in 7 Kilometern. Nach 50 Metern im Kreisverkehr geradeaus. Aber das ist jetzt nicht der abgebrannte Rewe, oder? Hast du das jetzt extra als Song mit reingemacht eigentlich, oder? Was? Dass Kevin jetzt läuft, hast du jetzt extra gemacht, oder? Nein, ist in meiner Favorite-Liste. Rechts abbiegen auf Odenwaldstraße, B27. Go. Ja, erster bzw. zweiter Platz, dann auch wieder nichts geworden. Wir haben jetzt eine Dose, Pringles, und ich habe mir so einen Arizona genommen, weil ich den interessant fand und der mich angelächelt hat. Wir machen eine Challenge, dass wir auch nicht ohne irgendeinen Einkauf aus dem Rewe. So sieht es aus, denn wir sind kapitalistische Schweine. Nummer 3, Bad Rappenau. Ich soll vielleicht nicht mit offenen Dose reinlaufen.
Wie viel war das jetzt? Dritte, vierte? Mein dritter in Summe vier, aber ne? Ja. Und wir haben ihn endlich bekommen und gleich mal auf Vorrat mitgenommen. Ich konnte sogar meine Side-Quest machen, mir Speck holen und die Mettenten kaufen. Weil die anscheinend echt nicht mehr überall sind und ich liebe Mettenten. So ein Norddeutsches-Ding, glaube ich einfach. Mettenten? Ja. Was ist das? Das ist so. Ich würde es ganz dumm sagen, die deutsche Art Sucuk. Mhm. Also es ist auch so eine Knoblauch-Räucherwurst. Salami ähnlich. Ist übel geil. Okay. Deswegen habe ich mir gleich drei Packungen geholt. Okay. Das isst man bei uns traditionell halt immer zum Grünkohl. Und ich finde, das fehlt einfach beim Grünkohl, mhm, was nicht da ist. Mein Vater wird bald Grünkohl kochen, also musste ich einfach. Jetzt fahren wir wieder zurück. Zu Hause. Wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs gewesen, bis wir die Dose endlich gefunden haben. Ey, wirklich, das ist so ein unnötiger Trip gewesen. Ja, was heißt unnötiger Trip? Wir haben jetzt jeweils 3 Dosen und wir sind erstmal ausgesorgt und es schmeckt halt auch wirklich gut. Also Pflaume mit Zimt, sowieso mein Lieblingstee. Und da hat der Meister auf jeden Fall was Gutes zusammengebrot. Kann man sich auf jeden Fall geben, ja. Den werde ich mir jetzt auch weiterhin geben. Und weiterhin Zeug machen und das Video schneiden. Ich versuche das Video ganz schnell rauszukriegen.